Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute mit einer Demo-Version von King of Seas. Ist jetzt neu im App Store seit gestern und vorgestern. Und ja, wir gehen einfach mal rein. Ich werde versuchen, jeden Donnerstag mal so einen Demo-Donnerstag zu machen, wo wir einfach mal Spiele testen, die bald rauskommen und mal schauen. Diese Demo ist limitiert auf 60 Minuten. Das heißt, eigentlich müssen wir auch schon mal gleich anfangen, sonst geht uns die Zeit flöten. Und wir schauen mal, auf was das Ganze hinausläuft. Das Spiel selber ist von Team 17. Sind ja eigentlich seit den guten alten Amiga-Zeiten immer dafür da, dass sie eigentlich relativ gute Spiele machen. Allerdings ist das natürlich, sind die wahrscheinlich, glaube ich, nur die Produzenten bzw. der Publisher. Ich weiß nicht genau. Wir schauen einfach mal rein und gucken, was uns da erwartet. So. Ich guck mal, ob es auch so, das Demo steht oben. Ich guck mal, ob es auch auf Deutsch geht vielleicht. Language. Englisch. Warte mal. Links gehen da was hin. Italiano. Englisch oder Italienisch? Das ist ja blöd. Na gut, dann nehmen wir mal Englisch. Weil Italienisch kann ich auf jeden Fall nicht. Das ganze Spiel wird auch erscheinen für alle möglichen Konsolen. Auch für den PC. Ich habe jetzt gar nicht mal aus irgendeiner Besonderheit die Switch-Version genommen. Einfach nur, weil wir lange nichts mehr für die Switch hatten. Und ich finde, die sollten wir ja weiter unterstützen. Denn das ist ja immer noch meine immer dabei Konsole. Und ja, der Hintergrund, der nehme ich ein bisschen an Monkey Island, jetzt gerade. Musik wäre cool dazu. Na gut, gehen wir mal rein, wir fangen mal ein neues Spiel an und schauen mal, was uns erwartet. So, also, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. For those who want to enjoy the gaming experience without too much worries. Bonus for cannon damage and abilities. Health points bonus, bounty calculation bonus 100%. If your chip sinks, your inventory won't be lost. Okay, also hier verlieren wir auf jeden Fall nicht unsere Ware oder was wir alles haben. Was gibt's noch? Gunner. Oh, die können wir gar nicht wählen hier. Das sind wahrscheinlich die schwierigsten. Gunner. For new sailors who want a more challenging game. This experience is recon for most players. Bounty calculation bonus 150. If your ship sinks, you want... Okay, also ich glaube, das ist das Schwierige. Wir machen mal Gunner. Das ist so das Zweite. Wir kennen es ja auch noch nicht aus damit, ne? Ach, ich muss gerade umgewöhnen. Ich habe immer die Xbox in der Hand und da ist A natürlich woanders. So. Mary Lou is the daughter of the King of Seas, raised in a palace surrounded by servants. Her favorite pastime is to sneak out of her room to play dice in the taverns, without her father's knowledge, of course. She prefers learning the art of combat and perfecting her diction. She has always dreamed of having a pet parrot. Also sie freut sich, wenn sie mal irgendwie mal irgendwann mal einen Papagei bekommt, schleicht sich nachts raus, spielt gern mit Würfeln in der Taverne und das weiß ihr Vater natürlich nicht. Gut, was ist denn mit Lucky? Lucky is the son of the King of Seas, bored with his life at court. Lucky secretly trains to use a pistol. Bold and brave, at the age of 6, he set fire to the royal kitchens while playing with gunpowder. Everyone at the court seems to turn a blind eye to his little mischiefs. He's the king's son after all. Okay, er ist also der Königssohn und sie ist die Tochter. Okay, ich glaube, ich nehme ihn, weil ich ja auch ein Junge bin, ne? So. Do you want to skip the tutorial? Nee, das machen wir nicht. Wir wollen das Tutorial nehmen wir mit. Auch wenn wir nur eine Stunde Zeit haben, wir schauen mal rein. Bin gespannt. Vielleicht werde ich auch die Xbox-Version mal testen. So als Vergleich. Denk mal, hier werden wir so mit 30 Frames arbeiten und die Xbox wird vielleicht mit der 60er-Quote auflaufen. Das weiß ich natürlich nicht. Schauen wir uns das nachher mal an. The Tavern is a great place to catch up on gossip. Also, in der Taverne kriegt man viele Gerüchte. Nicht nur die Gerüche aus der Küche, sondern auch Gerüchte. Also, schauen wir mal, was wir da so machen. Ich weiß gar nicht, worauf das Spiel hinausläuft. King of Seas. The story began in the middle of the ocean many years ago, within the crystal clear waters and green archipelagos, where communities of ancient Navy sailors traded, surrounded by thousands of dangers. At that time, pirate law was in force on the seven seas, and shamans shaped the world with fearsome voodoo rituals. But a bloody battle changed fate forever. The fight between pirates and Navy sailors inflamed the sky for endless days and nights. In the end, the sailors prevailed, decimating the last traces of magic and freeing the sea from the threat of pirates. After the battle, the triumphant Navy erected an impenetrable fortress,
founding the 800 years old kingdom of the Seven Seas and vowing to maintain the conquered peace forever. Those few pirates who didn't bow to the will of the Navy fled to the borders of the kingdom, remaining faithful to their way of life. Today, seated on the throne, the descendant of a long line of rulers carefully guards the peace within the fortress. Long live the king! Long live the kingdom of the Seven Seas! Ah, okay, kann man so hinnehmen, das Intro. Hat mich jetzt nicht so bewegt, aber okay. Schauen wir mal hier. Geht schon los. King's Fortress, yeah. Okay. 832. Ah, okay, ist ein bisschen reduziert die Grafik, aber das soll uns nicht weiter stören. Denn wir werden wahrscheinlich nicht durch die Städte laufen. Das Ganze wird ja auf dem Wasser vorgehen. Denke ich mal. Okay. Supreme, also Captain Henry, Supreme Admiral Byrne, the ship is ready for departure. We're waiting for the captain to arrive. Okay, wir können los, aber wir warten natürlich, dass der Captain noch kommt, ne? Sorry, I'm late. It won't happen again. Bartholomew Byrne, Lukey. You spent the night out again, didn't you? Lukey, At last, the day of your departure has arrived. Your father, King Alexander, has high expectations of you. You must not disappoint him. Everything's ready for your trip, Captain. Okay, ich kann es auch direkt übersetzen. Also, alle bereit für deinen Trip, Captain. Die Crew ist natürlich... wartet schon bei dir auf dem Schiff. Danke, Bartholomew. Ich hoffe, ich kann die Herausforderung annehmen. On your return, okay. Wenn du zurückkommst, gibt es eine kleine Zeremonie. Dann feiern wir dein Coming of Age. Also, seine, ja, sein Erwachsenwerden, ne? Okay. Also, von morgen an wirst du meine Lehren in der Praxis umsetzen. Genau. Ein neues Leben erwartet dich. Ich freue mich, wenn du wieder zurückkommst, Lukey. Mary Lou. Bon voyage, kleiner Bruder. Ich bin bald wieder zurück, Mary Lou. Captain Henry. Captain? Let me remind you of your... Okay, lass mich nicht an deine Mission erinnern. Du musst eine Packung Schießpulver in einen nahegelegenen Hafen bringen. Das wird nicht lange dauern. Und die Route ist auch ziemlich sicher. Es ist nicht nötig, dein Schiff mit Feuerwaffen zu equipen. Na, weiß ich noch nicht genau. Du wirst auch den Royal Navy First Mate Robert bei deiner Seite haben. Viel Glück! Okay. Boah, der sieht aber fies aus irgendwie. Ich höre dir zu. Okay, er glaubt, dass wir es auf jeden Fall schaffen, hinzukommen. Zur rechten Zeit, um noch einen Tee zu Gemüte zu führen. Okay, Anker hoch. Und los geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. So, Captain, lass mich dir kurz die Basissachen erzählen, die Basistechnik erzählen vom Segeln. Okay. Wir können nach links, mit dem linken Stick machen wir das. Er ist, da können wir die Segel aufsetzen. Mit L können wir wieder sozusagen ein Segel zumachen. Nacheinander. Wir können zoomen und rauszoomen. Okay. Was mit Kämpfen? To change. Okay, Kämpfen gucken wir uns noch gar nicht an. Denn das reicht uns erstmal, dass wir wissen, wie wir segeln sollen. Also. Los. Okay, wir können uns jederzeit in Pausen das alles angucken. Machen wir. Okay, dann wollen wir anfangen. Dann setzen wir mal die Segel. Und los geht's. Hiermit können wir steuern, ne? Ja, perfekt. So, wo soll man hin? First Mission. So, also, guck mal da, 59:40, ist das die Demo-Version-Zeit?
Das wäre natürlich cool, wenn man dieses ganze Intro und so, dass das nicht dazu zählt. Na gut. So, noch ein Segel, damit wir schneller sind. Und vielleicht noch ein Segel, damit wir am schnellsten sind. So, wir 8 Knoten reisen wir jetzt. Ich muss gucken, wo wir hin sollen. The wind can be your best, all of your worst, Emily. Okay, wir müssen aufpassen. Der Wind kann natürlich unser bester oder schlechtester Feind sein. Wir müssen überlegen, wohin sollen. Okay, der Wind kann uns natürlich... Klar, kann uns ein bisschen eingrenzen. Oh, da kommt ein Schiff. Oh, wir müssen aufpassen, nicht gegen ein Schiff ballern. Ganz dicht vorbei. So, aber ich glaube... Ich muss kurz überlegen, wohin sollen. Take the Lord to Port Passet. Wir gucken mal ganz kurz. Oh, eine Aufnahme gespeichert. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich hier irgendwie... Okay, noch nicht. Da, auf jeden Fall zeigt er grün an. Also wird es wahrscheinlich der richtige Weg sein, der Pfeil da oben. Behaupte ich mal, dass das der... Dass der Pfeil uns den Weg weiß, oder? Ein Segel runter, um zu sehen. Gucken wir, was da steht. Ah, das wird es noch nicht sein. Port Burset. Mal gucken, wo Port... Oder Burset oder... Port Royal. Geht's ja auch noch. So, das ist ein Escort-Tierschiff. Machen wir mal ein Segel schneller. Ich weiß nicht, was da auf dem Boden liegt. Kann man es einsammeln oder ist es eine Bombe? Können wir schon runter machen hier? Ein bisschen schneller können wir doch, oder nicht? So. Mal kurz durch. Ich hoffe, ich sehe das Ganze richtig, dass wir hier längs müssen. Aber ich glaube schon. So, noch ein Segel, damit wir schneller sind wieder. Ich weiß nicht, was es da ist da auf dem... Ups. Okay, wir sind zu weit abgedriftet, behaupte ich mal. Habe ich gerade eben gelesen, was er gesagt hatte. Noch weiter raus kann ich aber nicht suchen. Okay. Hä? Was ist denn? Da ein Schmugglerschiff. Ja, aber ich dachte, wir wären hier richtig. Anscheinend nicht. Ist das nicht der richtige Weg? Okay, rein und raus tun können wir auch, aber... Warte mal. Was zeigt der denn an da, das Schiff, der Pfeil? Okay, ich kann leider nicht erkennen. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Ich kann irgendwie nicht erkennen, in welche Richtung, wo ich hin soll. Wie es erkennen? Oh, hier. Bin ich hier irgendwie verkehrt? Fahre jetzt mal hier unten längs. Ich glaube, der grüne Pfeil zeigt eher die Windrichtung an. Kann das sein? Oder bin ich da irgendwie... Weil eine Karte habe ich nicht. Ich finde zumindest keine. Doch, da! Na gut. Okay. Ahoi! Ja, ich bin der Kartograf von dieser wunderschönen Karte. Lass mich erklären, wie sie funktioniert. Ja, dann machen wir. Schieß mal los. Das habe ich nicht gecheckt. Siehst du das rote Rot? Nein, das ist die Position, wo du hin sollst. Ah, okay. Okay, immer dahinter flanken. Okay, noch ist die Karte nicht vollständig, aber wir werden sie vollständigen, desto weiter wir im Adventure-Dings. Okay, gut. Also, da sollen wir hin? Dann wissen wir ja, wohin sollen. Okay. Warum sind wir dann gerade eben? Sind wir aus einem bestimmten Bereich rausgesegelt und deswegen hat er uns zurücktransportiert? Kann das sein?
Na gut, aber jetzt wissen wir, wo die Karte ist. Die Karte ist einfach nur auf den Stick draufdrücken. Hat er vielleicht auch mal irgendwann irgendwo gesagt? Mal kurz gucken. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Reinzoomen kann ich auch? Okay. So, da liegen ein paar Sachen. Oh, da ist ein Schiff gesunken. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, sind wir einmal um unsere Insel rumgefahren, haben richtig schön Zeit gewonnen, wie man sieht. Kleiner Umweg. Aber das müsste doch eigentlich da oben auch irgendwie zu sehen sein, finde ich, so ein bisschen. Das wäre einfacher, aber wahrscheinlich ist das so gedacht, dass man so ein bisschen mehr die Karte nutzen muss. So, schneller können wir nicht, weil wir auch Seitenwind haben, wie man sieht. Aber... Also rein optisch haut mich das Spiel nicht vom Sockel, aber da muss man auch immer noch vorweg sagen, wir reden ja auch immer noch von der Switch, ne? Die ist natürlich, die kann natürlich einiges herleiten, aber eben auch nicht alles, ne? So, fahren wir durch. Das Bomben da im Wasser? Ich kann es nicht sehen. Ich traue mich gar nicht darüber zu fahren, weil ich immer denke, das ist eine Bombe oder so. Aber irgendwann müssen wir es mal testen. Ah, guck mal, kommt direkt darauf zu. Durch die Riffs hier. Ah ja, wenn wir durch. Kommen wir locker durch, ne? Ein Auge bin ich nicht drüben. Das ruckelt auch ganz gut zwischendurch mal. Also ich glaube, die hat schon ganz gut zu tun, die Switch hiermit. Aber mal sehen. So. Früher habe ich auf dem Amiga noch Port Royal gespielt. Das erinnere ich so ein bisschen mehr dran. So. Da müssen wir hin wahrscheinlich. Da zwischen diesen beiden roten, das sind ja diese, das sind ja die, na wie heißt das, wo wir reinfahren können. Das sind die roten, also die, was ich meinte, wo ich Angst habe, gegenzuwinden, sind natürlich diese roten Fässer. Aber ich glaube, wir kommen da jetzt ganz locker rein. Wir haben natürlich ordentlich Gegenwind gerade. Man sieht auch, wie das Meer, oh, da kommt auch gerade ein Schiff raus. Ein Truppenschiff. So, geschafft, oder? Ah. Oh, was für eine Überraschung. Ich fühle mich geehrt, dass der König so schnell mit dem Schießpulver gekommen ist. Geh zum Hafen und lass es abladen. Und für mein ganzes Dorf sage ich dir Dankeschön. Super gut gemacht, Kapitän. Wir haben unsere erste Mission geschafft. Wir gehen wieder zurück. Achso, Relief? Okay, wir hauen hier ab nach King's Fortress wieder morgen. Okay. Man weiß nicht, vielleicht ist auch missionsmäßig was dazu kommen. Hey, was passiert hier doch? Da los! Was war das? Was geht hier vor? Was soll das Ganze? Der König! Sie haben ihn gefunden! Beim Thron! Tot! Was? Wer hat ihn getötet? Der Heiler sagt, er wurde von einem Fluch getötet. Sie haben einen Voodoo-Kreis gefunden im Keller. Okay. Das hohe Gericht des Sees muss ich zu einem Notfalltreffen treffen. Oh, das ist nicht so gut. Jetzt ist unser Papa tot. Wir müssen zurück zur Basis. Wir werden aber da sein, damit du gebührend empfangen wirst. Also die hoffen ja, dass wir diese Party ja machen. Die machen wir natürlich nicht, weil der König ja tot ist. Das heißt, wir reisen jetzt zurück. Los, alle Segel und kräftig Ahoi. So, mal kurz gucken. Wir müssen da ja wieder hin. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Gut, müssen wir mal rausfinden, warum und wer unseren König getötet hat. Ist auf jeden Fall nicht nett. Also die Steuerung ist wirklich gut gelungen, muss man sagen.
Man muss natürlich über Kopf denken, wenn man, so wie ich jetzt gerade, nach unten fährt. Denn ja, da ist es halt so, dass das natürlich gegenteilig ist, ne? Das spiegelverkehrt. Aber auch das kriegt man hin. Oh, da kommt noch ein Truppenschiff. Oh, oh, wuh, das war eine enge Kiste gerade. Mein Gott, wie kann man denn so eng an einem Schiff vorbeisegeln? Das meinte ich gerade, Steuerung. In Stresssituationen, zack, falsche Taste gedrückt und schon segelt man in die andere Richtung. Dumm, dumm, dummididu. Wir müssen ein bisschen hier nach da ziehen. Rüberkommen. Der Wind ist uns hold. Also wir kommen schnell zurück. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt zum größten Piratenkapitän der Welt emporkämpfen und dann unseren Vater rächen. Oh. Da. Captain Henry, warum sind Sie hier? Du kannst nicht wegkommen, Luki. Oh, der ganze Staat weiß, was du gemacht hast. Was? Du wirst für deine Verbrechen bezahlen. Was? Worüber redest du? Ein Zeuge hat dich gesehen. Dass du mit deinem, dass du zum Schiff, zur Festung zurückgekommen bist, von der Seiten, vom Seiteneingang. Okay. Du hast keine Entschuldigung. Das ist unmöglich. Wir sind niemals zurückgekommen zum hierhin, als wir abgehauen sind. Du lügst weiterhin? Okay, aber das Gericht der See hat, imposes a sentence against you. Okay, hat auf jeden Fall irgendwas gegen dich. Jetzt kommt's. Sie beschuldigen dich, dass du den König Alexander ermordet hast. Was? Mein Papa? Crew, Schutz suchen. Wo hauen wir jetzt ab? Alter, was machen die? Ich dachte, ich könnte doch abhauen. Nichts mit abhauen. Der Räufer ist... Der Feind ist... der Feind ist tot, Kapitän. Nichts ist mehr zurück von Luki. Nicht mal sein Schiff. Heute ist ein trauriger Tag für das Königreich der See. Unsere Pflicht ist getan. Zurück zur Basis und erzählen, was passiert ist. Wir sind noch nicht tot. Niemals. Oh, wer kommt da denn? Leroy, okay. Oh, wir haben den Thronnachfolger gefunden, Kapitän. Lebend. Okay, er ist nur bewusstlos. Wir gehen zum Eagle's Den. Da wird er sicher sein. Wiege, alles, was Sie sagen, Captain. Schnell zurück zu meinem Labor. Wir brauchen Heilungssachen. Ah, ich übersetze es nicht wortgetreu die ganze Zeit, aber halt, Hauptsache ist verständnismäßig da. So, da ist Eagle's Den. Auch das gleiche Jahr. Ah, das ist das, was man am Anfang sieht. Beim Titel, ne? Deswegen dieser Adlerkopf. Na? Ach, endlich. Du bist aufgewacht. Hier sind ein paar Ointments für deine Verbrennung. Ich muss das zusammenbrauen aus ein paar Sachen und sogar vom Schiffsjungen den Schnauzer, um also nicht verschwinden. Okay. Hier kommt der Kapitän. Captain Dean Morgan. Ich bin Captain Dean Morgan. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. The former successor. Okay. Gut. Dein Schiff ist gesunken und deine Crew konnten wir nirgendwo finden. Du hast Glück gehabt, dass wir dich gesehen haben. Sonst würdest du jetzt am Grund des Sees liegen. Boah, du bist ein
Pirat, warum hast du mich gerettet? Wir leben nach dem Code der 7 Weltmeere. Alle Verschollenen müssen aufgenommen werden. Außerdem stehe ich in der Schuld von deinem Vater. Was wird jetzt aus mir? In deiner momentanen Situation dürfen wir der Royal Navy nicht die Erkenntnis geben, dich zu finden. Sie würden dich auf der Stelle töten. Glück für uns, sie denken schon, dass du tot bist. Okay, das hier ist der weiteste entfernte Punkt zum Königreich. Und wie wir bist du offiziell jetzt ein Pirat. Mein Vater ist tot und sie verdächtigen mich. Ja, Luki. Du musst rausfinden, wer das getan hat und wer es dir angetan hat. Es ist immer noch sie haben immer noch einen Steckbrief für dich am Laufen. Das heißt, er könnte tot oder lebendig wahrscheinlich, ne? So. Ah, ich fühle mich schon besser. Was ist das für ein Ort? Das ist das Adlernest. Denn ist, glaube ich, Nest heißt irgendwas anderes. Der Geburtsort vom Königreich der See. Das Königreich hat es verbannt. Schon Jahrhunderte vorher. Man hat es auch nicht mehr eingetragen auf irgendwelche Karten von denen über 100 Jahre. Es ist die letzte Piratenbasis, die zurück ist in der Welt. Und der sicherste Ort für uns hier. Willkommen zwischen uns, Piraten. Ich hoffe, du hast Eier, um dein Leben wieder anzunehmen. Mein neues Leben? Ich habe nie gedacht, dass sich Erwachsenwerden so in diese Richtung entwickelt. Oh. Alarm, Horizont, Captain! Mit meinem Turbolas 3000 Fernglas habe ich ein Royal Navy Ship gesehen, das hier zu uns herkommt. Alle Captains unterwegs und keiner kann intervenieren hier. Niemals einen Moment Ruhe, was? Wir können der Royal Navy nicht erlauben, dass sie unsere Basis hier entdeckt. Gut, dass wir doch einen Captain hier noch haben. Luke, nur das Kommando von der Schloppe da. Du bekommst der Captain und musst das Schiff zum Sinken bringen. Okay, ich akzeptiere die Aufgabe, die Mission, die Herausforderung. So, to change bullets, they can damage a full K. To start and stop repairs when the chip is stopped and out of combat. Releases to shoot with the left cannons, releases to shoot with the right cannons. Okay, testen wir mal. Bin gespannt. So. Das ist sie doch schon da, ne? Boom! Oh, von der Flanke erwischt. Oh, verdammt. Boom, 200 und gesunken das Ding. Hula! War jetzt gar nicht so schwer, aber es war auch das erste leichte Schiff wahrscheinlich. Luke, kannst du mich hören? Ich habe einen nautischen Communicator installiert auf deinem Helm. So können wir auch reden, auch wenn wir ganz weit voneinander entfernt sind. Na klar habt ihr das in der Piratenzeit. Jeder hat sowas heutzutage. Okay, wir haben echt Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Wie benutzt man das hier, Leroy? Kannst du mich hören? Was soll ich sagen? Du hast es wirklich gut gemacht. Du hast deine Position als Captain von dem Schiff bestätigt. Okay. The Sloop. Das hat 3 Kanonen auf jeder Seite. Ist agil und leicht zum Manövrieren. Du kannst es in Gefechten leicht einsetzen und deine Gegner aus der Flanke angreifen. Aber bei mehreren Schiffen ist es wohl schwierig.
Gut, wissen wir das. Ich hoffe, das Spiel kommt auf Deutsch raus. Okay, ich glaube, du schaffst es, egal was noch vor dir liegt. Aber ich bin kein Pirat. Ich muss zurück und meine Unschuld beweisen und rausfinden, was das Ganze zu bedeuten hat. Halt dein Ball flach, junger Mann. Du kannst jetzt nicht zurückgehen. Nicht bei den Umständen. Im Moment sind unsere Captain unterwegs und suchen Informationen auf den 7 Weltmeeren. Bleib ruhig. Bis wir nichts weiter wissen, müssen wir keine falschen Bewegungen machen. In der Zwischenzeit... Oh, kannst du deine Schuld abarbeiten, wenn du uns hilfst? Bei der Shoppingliste? Bei der Einkaufsliste? Nicht die schlechteste Idee, Leroy. Es gibt ein paar Dinge, da könntest du uns helfen. Wir haben uns für einen Kaufmann... wir akzeptieren zum Beispiel vor Karten auf das Merchant Company. Okay, wir haben uns für jemanden entschieden, der ein Kaufmannsladen hat, der zur Kaufmannskolonie gehört. Der Hafen ist dicht dran. Und okay, und der Job gibt uns ein bisschen Holz. Die Kaufmannskompanie? Also Merchant Company, wir lassen mal die englischen Namen drin, sonst werde ich ganz verwirrt hier. Aber ist halt Kaufmannskompanie, ne? Oder, aber ich fahre doch unter der Piratenflagge. Bin ich denn nicht in Gefahr? Nein, die Company, die mag schon Piraten. Nicht so wie die Royal Navy. Solange wir uns friedlich benehmen, würden sie mit uns Handel betreiben. Und ab und zu fragen sie auch an, ob wir was für die Jungen unternehmen können. Okay. Geh mal zum Marktplatz vom Adlernest und kauf ein bisschen Holz. Okay. Dann fahren wir da mal rüber. The ship has suffered some serious damage, you must repair it now. Gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie reparieren können. Das ist was anderes, wann mal. You don't have enough repair kits. Okay, brauchen wir repair kits. Die können wir wahrscheinlich auch im Handelsmarkt kaufen. So, wir gucken mal ganz kurz, wo das Ding ist. Okay, das können wir hier jetzt nicht sehen. Müssen wir einmal rumreisen, vielleicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Fahren wir erstmal mit leichter Geschwindigkeit. Ja. Einmal um die Insel rum. Und hier... Was ist das denn alles da oben? Okay, hier können wir unsere verschiedenen... Gucken, was wir hier haben. Also hier können wir nachher unser Inventar auf jeden Fall sehen. Wir haben 2500 Gold. Okay, gucken wir mal. Ein bisschen schneller können wir ruhig fahren. Ja. Fahren einmal rum. Haben eigentlich noch relativ viel Zeit für die Demo, muss man sagen. Gut, dass die ganzen Zwischensequenzen nicht dazu zählen. Das wäre ja auch gemein gewesen. Da ein Plünderschiff. Aber es sind ja auch Piraten, das heißt, plündern uns ja vielleicht nicht. So, müssen wir gucken, wo wir das Ding finden jetzt. Da drüben vielleicht. Fahren wir da rüber. Wenn ich jetzt reinzoome, kann ich da was sehen? Nee. Aber es... Da ist Eagles Nest. Da muss auch irgendwo der Marktplatz sein. Da ist er auf einer Seite wahrscheinlich. Gut. Noch ein Stückchen schneller. Es wird dich da rankommen. Jetzt immer nicht rein, weil das ist ja nicht der Marktplatz, ne? Der muss ja hier sich weiter unten befinden. Hätte man wahrscheinlich gleich runterfahren können hier. Habe ich natürlich nicht gemacht, ne? Ist da unten drin vielleicht? Nee. Enter the market and buy wood. Okay, ich hoffe, dass wir den nochmal... Vielleicht finden wir schon schneller rum. Muss er hier irgendwo sein? Oder muss ich einfach direkt im Hafen rein? Nee, er sagt ja, hat er extra angezeigt, wo das ist, ne? Wir gucken mal.
Fahren wir um die Insel rum hier. Okay. Anscheinend ist es nicht hier irgendwo. Was hat er? Okay, das machen wir doch mal. Wir können hier ein paar Sachen finden, die wir direkt davor anhalten. Oh, dann müssen wir das noch. Was schmeißt er gerade rein? Okay. Oh, warte, hier ist noch was. 160 Gold, okay. Und Hähnchenbeine. Okay, wir können mal gucken. Wir haben irgendwas gefunden, wo wir unser Schiff ausrüsten können. Okay, ist das wahrscheinlich? Super. Ah, okay, das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt haben wir ein besseres Heck. Ein bisschen Deck. Aber trotzdem wissen wir immer noch nicht, wo das Ding ist hier. Wo unser Hafen ist. Finden wir aber schon noch raus. Okay, die Fische habe ich jetzt. Ich habe jetzt nicht gesehen, die sind da hinten, aber machen wir dann nachher mal. Ich will einmal kurz gucken, ob ich diesen Hafen da finde, diesen Handelshafen. Okay, da jetzt sagt er uns das auch, dass diese Fässer in die Luft fliegen, wenn man natürlich drankommt. Ja, gut, aber wir wissen immer noch nicht, wo dieser blöde Dings ist. Eieieiei. Gucken wir mal. Aber vielleicht nehmen wir doch mal die Fische damit, da wo die springen. Okay, wir haben keine Fische. Wir brauchen eine Angel, na klar brauchen wir das. Soll ich mit den Händen fangen? Bin da kein Eisbär oder was? Okay, wir müssen die Route ändern. Das ist zu gefährlich hier. Gut, ich fahre jetzt da hoch und dann einmal da rum. Also wir fahren jetzt mal im Hafen rein. Ich glaube, ich muss zum Hafen einfach noch rein. Kann ich hier reinkommen? Wupp. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier irgendwas verkehrt gemacht habe. Warum sehe ich eigentlich nur auf dieser Karte das hier? King's Fortress sind wir ja nicht. Wir sind ja da oben, ne? So. Aber da, also... Das ist ja direkt daneben, also mich verarschen. Da. Okay, ich habe es nicht gecheckt. Man muss wahrscheinlich doch einfach nur hier reinfahren. Das ist natürlich ein bisschen blöd von mir. So. Dock and safe. Gut. Da, Market. Okay, da können wir hin. Gut, also wir brauchen... Ah, Ed. Oh, ich habe dich niemals hier gesehen vorher. Ich bin Ed und mir gehört dieser Markt. Ich weiß genau, was Abenteurer wie du suchen. Und ich habe alle Sachen da, die du brauchst. Du kannst ein richtig reicher Pirat werden, wenn du anfängst, mit Waren zu handeln. Okay, wir brauchen ein Repair-Kit. Das kaufen wir einfach mal. Und zwar... Wie viel kaufen wir davon? Aber wir haben ja genug Gold, ne? Dann mal 4 Stück kaufen. Okay. Da wird. Wie viel Holz brauchen wir denn? Ich weiß nicht, wie viel Holz wir kaufen sollten. Können wir es irgendwo in der Quest mal sehen? Kurz was gucken. Ob wir das irgendwo stehen haben. Ah, okay. So. Er ist der unser Schiff heile machen kann. Der soll es mal ruhig reparieren. Ist ja im Moment noch frei, wie ich sehe. Haben wir gut.
Aber er hat auch einen Shop, wie man sieht. Okay. Ah, aber hat auch keine viel Bett. Doch da. Hätte ein bisschen was Besseres, aber lieber mehr Schutz. Was soll das denn kosten? Kaufen wir mal. Und gleich auch schon ranbringen. So, was ist hier? Die Poseidon Crew. Wir haben eine billige Crew oder die Poseidon Crew? Die kann wahrscheinlich ein paar Sachen mehr. Kostet auch 770. Was ist das denn? Private Party, okay, war auch nicht. Da kaufen wir auch nochmal. Und zwar dieses hier. So. Eine Kanone können wir auch ein bisschen bessere haben. Also wir können auch ein paar Sachen wieder verkaufen bei ihm, das ist natürlich auch nicht schlecht. Lass uns mal die hier mitnehmen. Die recycelten. Und dann können wir ihm vielleicht auch gleich die hier verkaufen. Gut. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder Geld wiederbekommen. Aber die können wir auch wieder verkaufen hier. Ja? Nicht viel Geld, aber immerhin. Okay. Was gibt's noch? Schiff. Na, können wir noch nicht. Wie man sieht, kostet so viel Geld. So, ich will einmal kurz gucken. Unser Logbuch sagt. Ah, Leroy, das ist dein Logbuch. Und du kannst deine Mission hier angucken und den Folgen und alles, was du willst. Okay. Du musst einfach nur Select drücken, damit es auch angezeigt wird. Okay. Gut. Main Quest. A carpenter from the merchant company ordered a lot of wood. Okay, steht 10 Stück brauchen wir. Gut, dann machen wir das nochmal. So, Holz. Da. Und 10 Stück. Haben wir. Das soll es gewesen sein, oder? Kommt das Logbuch rein? Okay, jetzt wollen wir nur, müssen wir nur da hinkommen zur. Wo ist denn das Ding? Guck mal rauszoomen hier. Da unten sollen wir runter? Okay, das ist nicht so schwer. Das machen wir. Los geht's. Cool. Das erinnert mich wirklich so ein bisschen an Port Royal. Also, es ist ja schon mit Handel und alles macht schon Spaß. Irgendwie. Muss ich sagen. Ist vielleicht wahrscheinlich langweilig, so zu gucken. Aber ich finde, das ist schon. Das hat schon was. Ihr könnt ja auch immer wieder ein bisschen vorspulen, ne? Mal kurz. Und hoch. Okay, müssen erstmal da rauskommen. So, nächste Loch ist meiner. Da eiern wir raus. Wenn es hier noch einen Zwischenweg gibt. Wir fahren da durch. Natürlich suche ich mir die schmalste Passage aus, was da noch sonst. Ah, guck mal. So. Okay. Was ist in die Richtung? Nicht schlecht. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht angegriffen werden. Obwohl es auch ganz cool wäre mal. Aber wir wollen natürlich. Wollen natürlich nicht angegriffen werden. Guck mal, da ist ein altes eingeborener Volk da oben. Vielleicht kann man auch Handel mit dem betreiben. Ich hoffe, ich kann meinen Speicherstand zur Version mitnehmen, zur Originalversion, also zum Originalspiel. Man kann das Spiel jetzt kaufen für 19,99, falls einem das gefallen sollte hier. Was ist das denn hier? Jo, wir haben ein paar Leute gerettet. Mann, sind wir gut. Also ab und zu bin ich auch echt ein Held, ne? So. Oh.
Very good. Warte. So sind wir. Okay, wir müssen ein bisschen weiter rüber, sehe ich gerade. Sonst kommen wir da gar nicht hin, wo wir hinwollen. Ah, das ist wirklich nett von dem mit dem... wir hätten Fischernetze kaufen sollen. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir beim Händler sind. So, da ist der Hafen da oben. Wir haben es erreicht. Aber das ist wirklich gut gemacht mit der Steuerung, muss ich sagen. Schön langsam. So. Oh, ein süßes kleines Städtchen. Ich habe Holz. Ich wollte es abgeben. Excellent, excellent. Du glaubst gar nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange wir darauf gewartet haben. Ich wollte es erst selber kaufen. Aber der Verkäufer will mich immer um den Preis bescheißen. Ungefähr. Denk dran. Handelslektion Nummer 1. Achso, man kann super Geld machen mit dem Handel, aber nicht jeder Hafen bezahlt den gleichen Preis. Okay, also lass dich nicht verunsichern vom ersten Markt, den du besuchst. Komm zurück zum Eagles Nest. Ja, Eagles Den. Wir haben was Neues für dich. Und das kannst du vielleicht gut gebrauchen in deinen Kämpfen. Denk dran, stell dir vor, es ist ein Geburtstagsgeschenk. Natürlich ist es meine Idee gewesen. Captain Morgan ist nicht so gut mit Geschenken. Du hättest das letztes Jahr das Desaster Weihnachten sehen sollen. Leroy, geh zurück zur Arbeit. So. Okay, pass auf, wir gehen mal da rein. Wir gehen mal kurz hier rein, mal gucken, was hier ist. Also, wir haben hier eine Bank, wir haben einen Markt, wir haben eine Taverne. Sollen wir in die Taverne mal reingehen, ein paar Gerüchte hören? Ich habe die noch nie gesehen. Das ist meine Taverne. Und ich möchte keine Kämpfe hier drin. Lass mir dir was erzählen. Hier kann man neue Rekruten für die Crew machen, holen. Anheuern. Oh, du kannst die letzten Gerüchte hören und neue Jobs kannst du auch noch bekommen. Alles klar? Klar. So, Noticeboard, die kann man wahrscheinlich... Hier sind die Missionen, die man machen könnte. Die sind sehr gut geschützt, sind Level 4. Sollten wir vielleicht noch nicht machen. Was ist denn? Your Crew 51? Okay, wir brauchen keine neuen. Wir haben 51 Leute und wir sind 51, das reicht. Gut, was haben wir denn hier auf dem Marktplatz? Mal gucken. Ich weiß nicht, was es drüben kostet. Die Vergleiche kann ich hier nicht sehen, ne? Das ist schade. Das wäre wirklich cool, wenn man das noch sehen könnte. Dann könnte man ja hier was kaufen und das da wieder verkaufen. Guck mal, hier kosten die Chicken Legs kosten hier 45. Ne, kosten 50. Vielleicht könnte man die ja irgendwo anders. Dafür kennen wir die Preise noch zu wenig. Das müssen wir nochmal gucken. Eine Bank. Oh, ein Affe. Ja. Oh, ein neuer Kunde. Willkommen bei der Bonomo Beast Bank. Egal, ob du gehoben, ein Junge oder ein Baboon bist. Die Bank ist immer für dich da. Hier kannst du deine Dinge ins Inventar packen und es ist sicher vor Verbrechern. Ah, okay, alle Banken sind miteinander verbunden. Das ist schon mal gut. Macht ja auch Sinn. Aber wir wollen hier nichts. Ja, dann lassen wir wieder rausgehen hier. Okay. So, zurück zum Eagles Nest. Die Musik ist aber cool, ne? Ein bisschen was vom Fluch der Karibik. Okay. Oh, guck mal, der ist schneller hin. Aber wir plündern jetzt keine Piratenkollegen aus, oder? Ach, die so viel Sinn. Kann ich auch schießen so zwischendurch?
Es ist zu gefährlich, er sagt, wir müssen die Route ändern. Machen wir auch. Und gleich wieder hier hoch. Gleich hier rein. Oder? Ist richtig? Ja. Wir müssen zurück zum Eaglesnest. Da sind wieder Fische. Da hinten ist eine Crew, die könnten wir mitnehmen. Kann man wahrscheinlich auch. Ich glaube, man kann bestimmt nachher auch Landgang machen. So ein paar Leute. Oh, da ist ein heftiges Schiff. Ich glaube, man kann die an Land gehen mit der Crew. Da graben wir irgendwas. Drei Repair-Kits. Dreimal Medizin. Dreimal Süßigkeiten. Viermal Fleisch und eine Erfahrung von 17 bekommen. Oh. Das ist natürlich schnell, aber pass mal auf. Oh. Ah, Mist. Ah, doch, getroffen. Oh nein, falsche Richtung. Shit, falsche Richtung war das. Helfen die alle mit, das Schiff da zu besiegen, würde ich sagen. Aber gut, Achtung! Nein! Oh, das war's. Oh, wir sind aber gegengekommen. Na gut. Aber ja, ich wollte dich auch gar nicht treffen. Das war ein Versehen. Halt, wir müssen zurück, wir müssen die Sachen einsammeln. Wie gut war das denn? Also wir müssen hier unser Schiff gleich reparieren, aber war schon nicht schlecht. Wo sind wir jetzt hier? Okay, müssen wir wieder rein. Das war doch gar nicht so verkehrt. Was war das? Irgendwas was Neues für unser Heck? Das war nicht so gut, dass das wieder bekommen. Okay, egal, können wir verkaufen. Gibt schon ein bisschen Geld dafür. So, jetzt mal volle Kraft voraus. Ja, mit links und rechts schießen muss ich natürlich immer umgekehrt denken. Das kommt aber noch. Ich glaube, das werden wir noch hinkriegen. Saugut. Jetzt aber schnell wieder zum sicheren Hafen. Ist schon gut, dass wir so wendig sind. Da kriegen wir die auf jeden Fall locker mal ausgetrickst, da die ganzen Militärschiffe, beziehungsweise auch die von der Royal Navy. Ich geh mal kurz darüber. Da ist irgendwas. Ist auch da. Gucken, ob wir das interacten können. Hab gesehen, da auf der Insel, da ist doch so ein Schatz. Den schauen wir uns mal an. Ja, guck mal. Ja, müssen wir machen. Wir brauchen auch Erfahrung, um größer zu werden. Und Gold sammeln auf jeden Fall. Müssen wir später auch mal. Ich glaube, im Handel können wir am meisten Gold machen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber diese Plunderschiffe, die helfen uns hier. Also die anderen Piratenfreunde. Das ist schon mal sehr cool. So. Sehr gut. Surprise! Überraschung! Wir haben der Crew jetzt beigebracht, wie man einen Flammenwerfer benutzt. Okay. Und sie können fast ein Schiff nicht verbleiben. Ups. Okay, wir haben einen Flammenwerfer jetzt drauf. Die können wir auch benutzen. Okay, wenn du weiterkommst in deinem Abenteuer, wirst du andere Leute finden, die andere, andere verwundliche Dinge auf dem Schiff haben, mit denen sie uns auch angreifen können. Also niemals unterschätzen. Nee, machen wir nicht. Jetzt zurück zu uns. Wir haben eine sehr wichtige Mission für dich. Du musst ein Schiff eskortieren zu einem bestimmten Hafen. Aber sei vorsichtig und verlier es nicht. Du musst ihn vor jeder Attacke beschützen. Was hat es denn an Bord? Oh, es hat jedes Artefakt und Buch über Voodoo-Magie, die es jetzt gibt auf diesem Schiff. Wir haben es von der Royal Navy geklaut.
Die wollten es zerstören. Wir können es nicht erlauben. Okay, am Hafen Governor ist, Ein Gouverneur von Engenhafen hat uns angeboten, das zu verstecken. Denn, wir haben noch 2, 3 Gefallen gut bei ihr. Diese Voodoo-Artefakte sind super gut für unsere Kapitäne. Okay, wir müssen aber unser Schiff einmal reparieren, glaube ich. Deswegen fahren wir mal rein. Ja, Entschuldigung. Ich habe dich zwar gesehen, aber... So, also. So, er ist auf dem Karpner, da sollen wir unser Schiff reparieren. Das kostet uns sogar nichts, das ist ziemlich gut. Warum kostet uns das eigentlich nie was? Nur in unserem Hafen, wo es vielleicht nichts kostet? Wäre natürlich super. So, was haben wir denn hier? Also hier können wir auch was verkaufen, wie man sieht. Und zwar den. Bitteschön. Monkey Jacket. Okay. So, guck mal, was haben wir noch hier irgendwie? Also wir verkaufen alles, was wir eigentlich nicht brauchen, weil das ist ja Quatsch, das mitzuschleppen. So, unsere Crew wollte ich mal gucken hier. Wir nehmen mal die Crew mit. Und dann können wir auch die andere Crew gleich verkaufen. Ja. Okay. 3600 Gold haben wir. Auch gar nicht so schlecht, ne? So, ich wollte einmal kurz gucken, was macht das, ob irgendwas billiger ist hier. Ne, das ist auch 50. Port produces a large amount of rum. Port produces a small amount of pelican eggs. Also Pelikaneier kann man hier gut verkaufen, aber rum halt nicht, weil rum haben die, glaube ich, genug von. Pelikaneier haben wir aber nicht. Können wir wahrscheinlich irgendwo anders herbekommen. Müssen wir nur wissen. Das muss man ja nur wissen, sowas. Okay. Nee. Gut. Also ich würde sagen, wir packen... Ach so, das sind Sachen, die wir übrig haben, die können in die Bank packen. Ja, die haben wir jetzt natürlich nicht so viel übrig. Gehen wir in die Taverne rein. Was hat denn hier für... Level 5? Okay, machen wir lieber nicht. Sind wir noch nicht stark genug für? Dann lass uns mal die Mission starten, würde ich sagen. Ist das unser Schiff, das wir eskortieren sollen, was das schon ist? Guck mal, die Karte. Da müssen wir hin. Jetzt die Frage, sollen wir es dahin eskortieren oder ist es da schon? Das ist die Frage gerade. Oh. And during your new adventure, you will find treasure maps. Du wirst Schatzkarten finden und die werden voll mit schönen Sachen sein. Du musst es nur noch finden, was mit X markiert ist. Okay, gut. Ja, ich weiß. Ich würde behaupten, das ist unser Schiff da mit den Knochen. Und wir müssen... Kurz mal runtergehen nochmal so. Wir müssen da runter, ne? Wir sind jetzt da, okay. Wir fahren einmal außen rum und dann fahren wir runter. Ja. Ein bisschen schneller. Das Segel ist zumindest hinterher. Okay. Hoffen wir mal, dass wir nicht angegriffen werden. Das wäre ärgerlich. Ist eine ganz schön lange Demo, sehe ich gerade. Ich habe da auch gedacht, dass es nur eine Stunde geht, das Video, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Aber, naja, wer es mag, hat Lust reinzuschauen, wer es nicht mag, lässt die Finger davon. Aber ich finde immer, so kriegt man den besten Eindruck. Man könnte es auch so zusammenschneiden und sagen, oh, guck mal hier und dies kann man alles machen. Ist ja auch spannend, aber ich glaube, es ist so einfach spannender, weil man sieht, was muss man eigentlich machen hier, was genau passiert da. Und ich glaube, so kriegt man den besten Eindruck von der Demo. Ich finde immer, wenn ich so andere Demos angucke, dann wird immer so ganz schnell was gezeigt. Da wird dann die Unzähligen gezeigt. Aber was passiert wirklich im Spiel? Also, wie lange dauert es, bis man wirklich in Gang kommen kann? Und ist es was für einen? Kriegt man, glaube ich, so den besten Eindruck. Dann fahren wir kurz hier ganz dicht an der Seite. Oh, andere Seite, andere Seite. So. Yes. So, weiter geht's. So, 3 Repair-Kits. Gut. Die kann man immer gut gebrauchen, die Repair-Kits. Wissen wir ja schon. Jetzt fahren wir ein bisschen schneller hier. Und du segelst hinterher.
weiß nicht, wie schnell. Ah, ich glaube, die ist nicht so schnell. Wir können da nicht so schnell segeln mit der. Die ist nicht ganz so schnell wie wir. Wir fahren mal schon langsamer, dass sie sich da rankommt. Wir wollen die ja nicht loswerden. Das wäre das Blöde. Weil dann wird die schon angegriffen. Ich hoffe nicht, dass wir jemanden treffen. Wir treffen garantiert jemanden. Das wäre wahrscheinlich die Mission. Aber so ist es dann. Okay, das dauert noch ein bisschen. Wir fahren die mal durch die Steine durch. Fesselt mich doch schon ganz gut, das Spiel. Das ist gar nicht so, dass ich sage, yeah, Hammer. Aber es ist schon witzig. Also man will natürlich rausfinden, wer uns da reingeritten hat in die Miserie und uns zum Vatermörder gemacht hat, beziehungsweise zum Königsmörder sogar. Werden wir bestimmt auch noch rauskriegen. Oh, warte mal. Lass mal ganz kurz, wenn wir schon mal hier sind bei so einem Boot, ne? Dann lass das mal einnehmen. Mal alles mitnehmen, was es gibt. Was ist das? Oh, 3 Medizin, gut. Ich hoffe, die ist jetzt angreift da, das Plunderschiff. Ne, das macht das nicht. Alle Piraten gehören zu uns, ne? Hoffe ich zumindest. Ja, komm, wir fahren schneller. Wir sind noch fast da. Was hat er gesagt? Escape? Oh. Oh, hier längs, hier längs, hier längs, hier längs, hier längs. Schön umgehen. Kommt dann hinterher? Ja. Was ist jetzt schon von anderen Schiff angegriffen? Perfekt für uns. Wenn ich da rankomme, das andere Schiff. Hätten natürlich jetzt helfen können da, aber ich wollte jetzt nicht unsere Mission gefährden, dadurch, dass wir ein anderes Schiff da mal kurz helfen. Okay. Ruhige Fahrt bis jetzt. Mann. Ja, ich kann leider nicht schneller erfahren, weil sonst verliere ich ihn da. Das wollen wir ja auch nicht. Oh, kommen wir hier runter? Da ist ein Fass, da wollen wir nicht gegenfahren. Oh, das ist ein bewaffnetes Schiff, aber es dreht nicht bei. Das ist gut für uns. Wir sind fast da. Nur 2 bewaffnete Schiffe, wie ihr gesehen habt. Oh. Da müssen wir rein. Okay, hier werden die gescannt, die Schiffe. Speak to the cartograph. Gucken wir mal rein. Was ist denn das hier? Gehen wir mal rein. Ahoi! Was machen? Wir machen das mal. Es kostet 2.500, aber dann kriegen wir ein bisschen mehr mit unserer Karte ein bisschen vergrößert. Das macht wahrscheinlich Sinn. Okay, das war's. Mehr kann man nicht machen. Verkehrt? Nee, das ist, ach, sie ist noch gar nicht da. Geht noch hier drüben, aber nicht. Das wäre dann schon da. Ne? Lass uns schneller fahren. Aber ist schon mal gut. Dann haben wir schon mal eine Karte hiervon. Da oben müssen wir hin. Okay. Da ist ein Trader. Greift uns zumindest nicht an.
Und da müssen wir hin. South Point. Oh, langsam reinsegeln. Spitze! Ja, ist noch vor uns. Gut! Rudo ist da. Gouverneur? Captain D. Morgan schickt mich. Das Schiff ist voll mit verbotenen Artefakten für diesen Hafen. Ah, ich sehe, es ist heil und gesund angekommen. Jetzt machen Sie sich keine Sorgen mehr und lassen Sie alles, überlassen Sie alles uns. Ich werde dafür sorgen, dass die Royal Navy es niemals zu Gesicht bekommt. Eine Sache gibt's noch, damit du wirklich ein Pirat wärst. Die Kunst des, ja, Looting, ne? Des Sammelns. Okay, du musst ein paar vom Kaufmannsschiffen entern. Die haben viel Gold an Bord. Und die sind, das sind einfache Erfolge. Aber ich dachte, sie gehören zu uns. Okay, ja, nicht die ganze Zeit, ne? Okay, wir müssen uns die Karte angucken, um zu checken, wann welche Schiffe sich auf den Weg machen. Okay, also wenn man zu dicht am Hafen die Schiffe angreift, dann wird der Hafen sozusagen geschlossen und sie werden vom Hafen aus angreifen und man darf nicht mehr den Hafen betreten. Und das wäre ein großes Problem für unsere Geschäfte. Auch wenn du von weiter weg angreifst, dann werden sie zurückschießen, aber es gibt keine weiteren Konsequenzen. Wie mein Opa immer gesagt hat, meine Oma immer gesagt hat, was auf der offenen See geschieht, bleibt auf der offenen See. Okay. So, ich gehe trotzdem mal hier rein, denn ich muss trotzdem den Markt anfangen. Vielleicht können wir hier diese. Guck mal, hier gibt es die Eier. Oh, hätten wir rum mitgenommen, hätten wir es hier bekommen. Aber die haben richtig viel von diesen Pelikan-Eiern. Die kriegen wir für 15 mehr verkauft. Das heißt, wir nehmen uns mal ein paar Eier mit hier. Nehmen wir 30 mit. Also für 1416 kaufen wir das jetzt. So. Und die können wir bei uns im Hafen wieder verkaufen. Für 60, habe ich gelesen. Das sind 15 mehr pro Stück. Habe ich, glaube ich, noch so im Kopf. Gut. Dann eilen wir mal zurück. Da ist ein Schmuggler. Oh, andere Richtung. Los geht's. So, wir gucken uns die Karte mal kurz an. Wie man sieht, hat er das jetzt eingezeichnet hier. Was ja gut für uns ist, aber wir müssen ja da zurück. So. Genau. Fahren wir zurück. Sollten wir uns irgendwelche Leute. Wir müssen einfach gucken, von wo die Company losfährt, ne? Wir müssen uns die Karte mal aussuchen. Die haben wir Glück. Und treffen. Also, wenn wir nicht in der Nähe sind von denen, dann können wir die einfach so abballern. Vielleicht treffen wir ein, zwei. Und da können wir ein paar rettende Leute noch mitnehmen. Hier ist ein Vulkan. Okay, Fischernetze sollten wir auch nochmal kaufen. Weiß allerdings nicht, wie lange diese Pelikaneier gut sind. Nicht, dass sie hier schlecht werden unterwegs. Wenn ich nicht mehr los werde. Das wäre wirklich fatal. Oh, wir müssen hier außenrum, glaube ich. Außenrum! Achso, da kann man nicht hin. Aber das ist das. Da. Ein Handelsschiff. Greifen wir einfach mal an. Ist jetzt nicht in der Nähe von irgendwas, ne? Hoffe ich zumindest. Oh, die sind in der Nähe vom Hafen. Nicht angreifen. Ah, habt ihr gesehen?
Oh Mist. Oh. Oh, das war dumm. Oh, wir wurden auch getroffen, aber... Oh. Nein, ist der denn? Shit, ey. So. Natürlich blöd jetzt gerade uns. Aber, muss zugeben, wir haben richtig viele Dings bekommen hier. Punkte. Okay, dann lass mal gucken, ob wir noch ein Handelsschiff finden. Wenn wir schon hier auf dem Weg sind. Vielleicht müssen wir unser Schiff noch ein bisschen reparieren hier. Wir haben ja so ein paar Reparaturkits. Oh, was ist das denn? Das ist der Talentbaum. Du kannst alle möglichen Talente nutzen. Der Preis für Talent wird unten links, rechts gezeigt. Okay. Wir haben noch keine Punkte. Doch, haben wir. Warte. Haben wir. Haben wir da doch welche schon? Also wir können hier... Ne, wir haben gar keine. Achso, wir müssen erst Level 10 sein. Okay. Als der Vulkan ist mal ausgebrochen, als wir in der Nähe waren. Wie schwul ist das denn? Also doof. Schwul. Oh. Wir müssen schneller fahren hier. How dare you escape? Ja, weil ich escapen muss. Das kriegt ihr mich ja gleich. Ich glaube, die haben keine Frontkanonen. Aber die sind auf jeden Fall schneller als die, oder? So, wir müssen etwas Wichtiges erstmal die anderen finden. Die Schiffe, bevor wir zum Hafen vom anderen fahren. So ein paar Handelsleute noch abballern. Da ist noch so ein Kartograf da, aber die wollen immer so viel Kohle haben. Aber so kriegen wir unsere Karte größer. Das ist natürlich alles kostet Geld. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber was soll's. Huch. Also, warte mal. Das ist unser... Warte mal. Die können wir noch einsetzen. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir die einsetzen sollen, aber... Gehen wir schon hin. Da ist ein Repair-Kit. Also. Destroy-Item. Okay, die können wir vielleicht gar nicht für uns einsetzen. Die müssen wir dann wahrscheinlich nur immer... Okay. Ich dachte, man könnte sie so direkt auf dem Schiff einsetzen, aber das kann man wahrscheinlich nicht. Gut, hoffen wir mal, dass unser Schiff nicht untergeht. Wir sind Level 7. Wir sind jetzt noch ein Schiff in hier. Das Patrouillenschiff, das brauchen wir nicht. Da können wir noch kurz mal angucken, das Schiff da, ob wir da... Ich bin da nicht wieder ausbricht hier, der Vulkan. Sieht schon wieder so. Vor allem ist es lustig, dass jeder Vulkan ausbricht, sobald ich mich dem näher. Komisch gemein. Aber guck mal, es brennt schon. Also ein Touristenschiff, das zählt glaube ich nicht. Das ist ein Trader. Oh. Falsche Richtung. Oh, da ist ein Schmuggler. Da. Ich wollte das Boot treffen. Jetzt aber. Oh, war dicht dran. Ich bin ein bisschen zu langsam für den. Den kriegen wir noch. Dass nur ich zum Hafen komme, der Affe.
So. Oh nein! Nein! Der hat mich so echt jetzt! Oh, wie ärgerlich ist das denn? Ich hatte ihn fast. Okay, wollen wir weitermachen. Okay, aber jetzt können wir mal gucken. Ist meine ganze Ware wahrscheinlich weg, ne? Oder kann ich meine Ware verkaufen? Oh, ich glaube, die ist weg. Ne, die sind noch hier. 30 Stück. Die verkaufen wir doch direkt hier. Siehst du? Ein bisschen Kohle mehr gemacht. Gut. Dann haben wir noch Glück. Also. Wir gehen nochmal raus. Und gucken, ob wir noch ein paar Händler finden. Muss auf jeden Fall wegballern. Oh, guck das an, der Flammenwerfer ist vorne. Wie cool ist denn das? Wie cool ist denn das bitte sehr? Okay, der dauert ein bisschen, um sich wieder aufzuladen. Ja, wir changen die Route. Pass mal auf. Aber wie geil ist das denn bitte sehr? Schon? Ah, jetzt hätte ich wieder Netze kaufen können, ne? Hab ich vergessen. Ah, wir fahren hier längs. Der Flammenwerfer ist ja mal ein Highlight. So kriegen wir die Mistkröten. Was ist das denn hier zum Beispiel? Mal nach anfangen. Oh, hier kriegen wir auch was. Okay. So, uns fehlen noch zwei Schiffe. Und wir haben nur noch 25 Minuten. Ah, das sind ja so viele. Was kriegen wir hin? Kommt schon, ihr Händler. Man kann natürlich auch genau auf dem Hafen warten, bis sie losfahren. Und einfach hinterherfahren. Wir sammeln jetzt alles ein, was wir so finden. Guck mal, wieder ein paar Eier gefunden. Die wir verkaufen können. Los! So. Hier ist auch irgendwas, ne? Sieht so ein bisschen heilig aus, dieses Ding da oben. Ja, ja, wir fahren ja schon wieder. Warum ist die so gefährlich? Sind die wahrscheinlich zu höhere Leute? Also höhere Gegner? Weiß man nicht, ne? Was ist da oben? Was kommt da oben? Kann ich sehen. Mal kurz das Boot da noch nehmen. No. Das werden wir auch noch mal kurz erobern, wollte ich gerade sagen. Looten. Ich kann nichts hören, weil die Möwen so laut sind. So. Sehr gut. Da ist auch noch irgendwas. Ich nehme auch dahin mit. Also kriegen wir auch ein bisschen Geld zusammen, allerdings natürlich nicht genug, ne? Level 8. Oh, Nagelkanonen. Oder zusammengezimmerte Kanonen, das kann beides sein. Oh, das können wir nicht mitfahren, das ist zu hoch, glaube ich. Aber es war ein richtig cooles Schiff, wie man gesehen hat. Wir fahren mal hier ran. So ein Ausguck. Ja. Was wir da hier haben, wenn wir es bauen wollen, wieder. Wahrscheinlich wieder 2000 Häuser. Ahoi! Ach komm, das kaufen wir. Für 1000. Das ist ja gut, wenn man die Karte. Je größer die Karte ist, desto besser ist es für uns nachher, ne? Muss man auch so sehen. So, wir haben immer noch kein anderes Handelsschiff gefunden, was natürlich blöd ist. Mal gucken, was wir hinkriegen.
Und die Repair Kits können wir wahrscheinlich auch was ordentlich was verkaufen. Wir haben schon recht relativ viele schon gefunden. La 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 la. Na komm. Wir kennen ja auch die Handelsrouten nicht so wirklich, aber die werden wir schon rauskriegen. Landlord's Landing. Da gehen wir mal rein. Mal sehen, was die uns zu bieten haben. So, einmal musst du hier reparieren. Das kostet uns noch ein bisschen was, aber egal. So, was hat er denn noch so für uns da? Oh, warte mal, da waren Kanonen. Da, wir haben ja schon ein paar bessere Nagelkanonen. Die können wir gleich mal einsetzen. Er hat auch. Die wollen wir jetzt nicht kaufen, die großen, da brauchen wir jetzt noch nicht. Bessere Kanonen kann man immer gebrauchen. Und die verticken wir. So, also besser Kanonenkugeln, nicht Kanonen, ne? Hitman Crew. Die lassen wir mal kurz drin. Wer weiß, ob wir die nicht mal benutzen können. Für irgendwas. Reliable Sales. Was heißt denn das? Hier haben wir, irgendwie waren wir hier ordentlich Schutz mehr. Kostet aber auch einen ordentlichen Batzen Geld. Das, ne, wir kaufen das trotzdem mal. Was soll's? Ja. Dafür verkaufen wir die anderen Sachen hier. Warte. Sunny Seals brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Guck mal, wir haben schon wieder ordentlich Kohle zusammen. Perfekt. Gut. Der hat uns dann immer ein bisschen was gegeben. Lass uns den Markt angucken, was der Markt hier so sagt. Die haben viele Eier produzieren, die hier. Das heißt, sie sind relativ günstig. Aber kaum okay. Kaum okay, die können ein paar von denen verkaufen hier. Wir haben da relativ viele von. Oh, hier 10 Stück. Ist auch weg. Ist doch nicht der beste Preis, aber egal. So, gucken wir mal, ob wir noch ein paar Handelsdinger finden jetzt. Lass mal auf der Karte gucken. Ah, müssen wir da runter ein bisschen. Da. So. Oh. Alter! Mein Schiff. Oh. Da. Jetzt schnell weg. Leider wird es ein bisschen schneller weg. Da kommt ein Militärschiff. Einfach mal hier. Okay, zweimal abgeschossen. Müssen wir jetzt mal los hier. Give up, sagt er. Nee, wir können die aufgeben. Wir müssen hier weg. Oh, das ist aber schnell, das Schiff da hinter uns. Wir müssen leider mit der Ding segeln. Mit dem Wind. Das schaffen wir es nicht mehr. Unser Schiff ist auch ein bisschen damaged. Und dichter ran, das scheiß Viech.
Alter, er kann schneller werden. Boah, nicht getroffen. Ich muss nur nicht wegkommen. Oh, sieht gut aus. Wir sind in seinem Bereich. Halleluja. Na gut. Na gut. Wir sind eher in den Hafen nochmal rein und das Schiff vielleicht operieren lassen. Puha. Muss langsamer sein, wenn ich zu schnell bin, kann ich die Sachen sie einsammeln. Das ist ein bisschen blöd. Touristenschiff? Könnte man auch angreifen, ne? Aber ist zu schnell. Nee, machen wir noch nicht. Wir wollen das Touristenschiff ja nicht haben. Wir wollen ja, wenn, dann wollen wir noch ein Handelsschiff erobern. Und unsere Ressourcen hier. Dann lassen wir noch da runter und nochmal gucken, ob wir unten einen Hafen finden, damit wir nochmal uns heilen können, wollte ich gerade sagen, uns reparieren können. Glaube ich, Sinn. Oh, warte mal, hier können wir noch mal eine Karte machen lassen, vielleicht. Oder war das hier? Nee, hier waren wir noch nicht. Na los, komm her. Haben wir da so viel Geld? Ah, tatsächlich. Aber gut. Ah, ich mach das auf jeden, nicht treffe, dann machen wir es jetzt. So, aber trotzdem, wir haben zwar nicht mehr so viel Gold jetzt. Ja, aber wir müssen uns jetzt auch ein bisschen heilen nochmal, oder beziehungsweise reparieren. Denn die nächste Schlacht, oh guck mal, das ist, ach da, das könnten wir schaffen, aber wir brauchen ein heiles Schiff dafür. Potbasses, die sind uns ja wohlgesonnen. Da gehen wir kurz hin. Und lassen uns mal kurz reparieren. Alter! Was ist das für ein Fluchschiff? Ich glaube, ich kann hier nicht rein. Schnell weg, das ist ein Geisterschiff. Das ist ja blöd. Noch so ein Geisterschiff. Was ist denn da los? You can't kill the undead, ja toll. Wie viele von diesen Dingern gibt es denn? Ich habe gar keine Chance. Das ist ja gemein. Das ist wirklich gemein. Das nächste Hafen. Bringt das aber nichts, ne? Oh. Die sind jetzt nicht wohlgesonnen hier, glaube ich. Nee. Nicht mal ein bisschen. Oh, ich versuche doch schon so schnell wie möglich wegzukommen. Das ist auch ein bisschen gemein hier, das Ganze. Sie hier abschütteln können. Oh. Das war jetzt dumm. Da war ich eigentlich längst.
Die sehen auf jeden Fall gut aus, dass wir da rein können. Jetzt nicht wieder so ein blödes Schiff kommt da. Ich glaube nicht. So. No! Das ist nicht euer Ernst. Ich bin dagegen gekommen und dann. Nein. Wie gemein war das denn bitte sehr? Eieieiei. So. Gibt's doch gar nicht. Gott, die Medizin kostet hier 82, okay. Das ist krass. Na gut, versuchen wir nochmal das letzte Schiff jetzt zu erreichen hier. Das Gute ist, dass wir nichts verlieren. Das Schlechte ist, dass wir das immer wieder machen müssen. Und dann sind wir vorbei an euch. Krass! Das muss noch gemacht werden in der Viertelstunde, die wir noch haben. Die krasse Scheiße, ey. Okay. Aber ein Schiff kriegen wir jetzt noch auf jeden Fall. Ich habe gelacht. Haben wir noch schon ein paar Güter ein hier? Das Gute ist natürlich, wir spielen jetzt gerade in der Quest, wo man keine Sachen verliert. Was natürlich sehr praktisch ist. Wäre natürlich ärgerlich, wenn wir jetzt immer so viele Sachen verlieren würden. So, gucken wir nochmal rein hier. Perfetto. Okay. Der Handel ist ein bisschen rudimentär noch, aber vielleicht zieht sich das ja noch an. Zumindest muss ich mal kurz gucken, was so ein Schiff hier. Okay. Die soll man vielleicht einsetzen. Genau. Ein bisschen mehr Schaden, ne? Hätten wir gerade eben schon machen sollen. Da ist ein Trader, den holen wir uns jetzt. Scheiße, da ist ein, was für ein Dings der hat. Gucken, dass kein Hafen in der Nähe ist. Sieht nicht so aus. Wir haben es geschafft. Oh. Piracy holds more secrets for you. Okay. Jetzt bist du ein richtiger Piratenkapitän. Und wir werden dir die richtigen Piratendiplom geben. Ich hoffe, die sind jetzt weg, die Schiffe da. John Boswain, Captain! Ein Pelikan kam zurück mit einem Brief für dich. Er ist von unserem Kapitän. Die Royal Navy sucht auf jemanden. Nein, Lucky, es bist nicht du. Jetzt wissen wir auch, warum so viele Schiffe unterwegs sind. Wenn es nicht ich bin, der Mörder von meinem Vater? Das werden wir rausfinden. Die Zeit muss kommen. Doch erstmal sammeln wir Informationen und müssen rausfinden, warum. Sonst schaffen wir es vielleicht nicht. Dein Ziel ist es... Okay, dein Ziel ist es, mit Admiral Byrne zu reden, aber du musst leise vorgehen und dich reinschleichen. Er ist der einzige Person im Himmel, der dir helfen kann. Und er ist auch der Einzige, der vielleicht weiß, was mit deinem Vater passiert ist, beziehungsweise mit dem König. Gut gesagt, Kapitän! Eine von Battles Wetterstationen ist nicht weit von hier entfernt.
Er ist durch das ganze Königreich gesegelt. Er kennt genug Leute aus der See. Der royale Kartograf? Ja, richtig. Er verkauft uns Karten und damit können wir natürlich besser gucken. Ja klar, wissen wir ja schon. So, lass mit ihm reden und hören, was so im Königreich passiert. Er könnte wichtige Informationen haben. Du könntest von ihm auch ein paar Karten kaufen. Könntest du noch mehr auf der See sehen. Und weg hier, würde ich sagen. Können wir mal werfen. Okay, wir müssen mal losreisen. Wo ist denn der Kartograf? Der sitzt da oben. Okay, wir sind schon mal in die richtige Richtung. Wir brauchen noch irgendwas für den Heck. Brauchen wir, glaube ich, noch irgendwas. Mal gucken. Finden wir das nochmal. So, wir sind relativ schnell. Also schneller als die auf jeden Fall. Oder auch nicht. So kommen sie los, werden ein bisschen. Wenn man schon beidreht. Die folgen uns wirklich die ganze Zeit, ne? Schon nervig. Aber ich hab noch eine Idee. Achtung! Handsteuerbord! Ein bisschen aufpassen hier. Warte mal, das kriegen wir die nicht zu packen. Eieiei, die haben aber niedergemetzelt, behaupte ich mal. War gar nicht so schlecht, aber jetzt müssen wir nochmal hier was reinfahren. So, warte ich mal kurz. Reparier mal. Kostet zwar Geld hier bei dir, aber was hast du denn hier so im Angebot? Ja, wir haben ja schon eine gute... Sind die noch besser da, aber jetzt noch mehr Geld auszugeben. Wir lassen erstmal unsere. Wir belassen uns erstmal unsere. Aber du kannst eigentlich unsere Crew hier kaufen, andere Crew-Sachen kaufen. So. Okay. Lass uns den Kartograf aufsuchen. Da oben ist er. Oh, und dann wird unsere Demo leider auch schon bald enden. Jetzt haben wir noch einen und schnell vom Vulkan vorbei. Wir wissen ja, der Vulkan geht immer hoch. Desto näher wir am Vulkan dran sind, desto schneller geht er hoch. Gleich weg hier. Kartograf ist da vorne. Touristenschiff kriegen schon auch ordentlich Kohle, ne? Aber die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Sind zumindest auf dem richtigen Weg. Ja, gut. Hä? Okay. Ich muss jetzt hier irgendwo auftauchen. Da ist er. Okay. Reden wir mit ihm. Genug Kohle haben wir, glaube ich, nicht für die Karte.
Karte hier, aber wir gehen trotzdem zum Hidden. Good day! Ich bin offizieller Kartograf des Königreichs. Du sendest mich an jemanden. Egal. Ich habe keine Piraten seit Monaten gesehen. Ich bin ziemlich beschäftigt heutzutage. Es gab einen großen Aufschrei im Königreich. Was ist passiert? Ich habe nicht die leiseste Idee. Ich bin hier draußen schon seit Wochen und studiere die Archipelagos. Okay. Ich habe auch nicht viele Royal Navy Scoutships in den Wässern gesehen. Scoutships? Ja, die patrouillieren die ganze Area eigentlich. Eigentlich für die ganze Zeit. Die sind, die stehen am Hafen und trinken sich voll in Tavernen. Captain Morgan, can you hear me? Es gibt nichts, keine besonderen Sachen für Bradley. Nur, dass die Segler gerne in Tavernen sitzen und sich vollballern. Okay, die Tavernen sind dein nächstes Ziel. Du musst mit Greg reden. Er ist ein Barkeeper in der Nähe von einem Hafen. Er hat vielleicht etwas gehört. Er ist ein Großmaul, aber egal. Gib ihm einen Rum von 87. Exzellenter Jahrgang. Du kannst ihn bei dir finden. Und denk dran, es darf dich niemand erkennen. Okay. Gut, ich bin Level 10. Jetzt könnte ich doch meine Dinger benutzen, oder? Oh. Yes, da können wir mal rein. Oh, warte. Hier, gucken wir doch mal nach, unsere Talente. So, was wollen wir haben für Talente? Was gibt's denn hier so? Navigation, Battle oder Voodoo? Was ist das denn? Oh, wir werden schneller. Das ist natürlich ganz cool. Wir machen höheren Schaden, ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich würde die Geschwindigkeit erstmal einsetzen. Genau. 2% schneller hört sich nicht viel an, aber es könnte natürlich viel werden. Okay, jedes Mal, wenn wir ein Level bekommen, kriegen wir das da, einen Talentpunkt. So, gucken wir auf die Karte. Okay, komplette Drehen. Update-Daten erfolgreich runtergeladen, ja, ist ja super. Habe ich ewig nicht mehr gespielt, Animal Crossing, aber gut, dass das immer noch updatet. So. 8 Minuten noch. Leute, diese Demo geht nur 60 Minuten. Und im Endeffekt haben wir fast 2 Stunden gespielt. Schon krass, wie viel Zwischensequenzen denn eigentlich das Spiel an sich hat, oder? Aber gelangweilt hat mich das Spiel nicht. Hat mich gerade auch echt selber gewundert. Eigentlich ist es relativ spannend bis jetzt. Auch finde ich die Idee gut, ein großer Piratenkapitän zu werden. Auch die Kämpfe auf dem Wasser sind sehr cool. Auch abwechslungsreich gemacht. Wenn wir schon da sind. Oh. Yes. Okay, wir haben ein bisschen geblutet hier, sehe ich auch gerade. Das Schiff ist echt fast vom Kollaps. Aber wir müssen zum nächsten Hafen, das ist wichtig. So, wir haben irgendwelche Segel bekommen, wir gucken uns mal an. Da. Bringt uns nichts, sind die gleichen, die wir jetzt auch haben. Egal. Gut. Oh Mist, das war's für uns. Er dreht bei. Gut für uns.
irgendwie. Nee, hier wollen wir nicht hin. Muss ich ganz nett werden, Fotografen noch mal kurz. Na, machen wir nachher. Erstmal hier hin. Schneller, schneller, schneller! Also, wo können wir denn andocken hier? Das ist ja noch ein Hafen. Oh. Ah, falsche Seite. Kommen wir noch rum, ne? Ja. Nein, wir müssen einmal komplett rumeiern jetzt, oder was? Okay, machen wir das. Anderer Weg wäre kürzer gewesen, wie man sieht. Aber egal. Ja, eigentlich so egal ist es nicht, denn unsere Zeit läuft ja ab, da, wie man sieht. So, warte mal, wir sind ja schon Level 11. Dann können wir mal hier in den Talentbaum gehen. Und dann machen wir nochmal hier noch ein bisschen mehr Schaden. So. Ah, perfekt. So, was sagt er uns? Bist du Greg? Ja, ich bin das. Ist das ein 782er Rum für mich? Wow. Was willst du dafür? Was kannst du mir zahlen, was hier so um dich geht? Hast du irgendwelche Gerüchte gehört? Ich habe von zwei Offizieren was gehört, von der Royal Navy. Gerade erst ein paar Stunden her. Die haben was erzählt, dass sie neue Befehle bekommen haben vom Commander. Sie klangen sehr angefressen. Vielleicht ist das eine interessante oder auch eine wichtige Mission. Das Schiff sollte nicht so weit weg sein. Ich habe gehört, die brauchen immer noch, um hier die Patrouille zu fahren. Ich werde sie finden. Du siehst wie ein Cleverer aus. Die Tavernen sind voll von Leuten, die gutes Geld bezahlen für einen Service von Piraten. So ein genauso Piratenkapitän wie du. Die haben viele Sachen, die Royal Navy nicht akzeptieren kann. Komm zurück, wenn du einen guten Job brauchst. Wir müssen trotzdem kurz mal am Hafen bleiben. Was hast du rausgefunden, Luki? Ein Schiff der Royal Navy ist gerade erst vom Hafen weggefahren. Er hörte, dass irgendwelche wichtigen Informationen, wichtige Befehle rausgekommen sind, von ganz von oben. Du musst rausfinden, was da vor sich geht. Ich habe das Schiff entdeckt. Oh. Okay, wir müssen trotzdem ich werde das Schiff holen. Ich muss aber mal kurz hier rein. Ganz kurz noch, und zwar nur unser Ding zu reparieren. Alter, war das teuer. Na gut. Wir brauchen das. Wo ist das Schiff? Das muss da hinten sein, okay. Wir sind hinterher. Mist, nur noch 4 Minuten. Top Secret Orders. So, super geheime Befehle. Mal gucken. Wir müssen den Royal Navy Commander bekämpfen. Das ist unser erster Boss, würde ich behaupten. Oh, hier unten müssen irgendwo sein. Erster Bosskampf. Oh! Das war ja dumm. Das war keine Absicht. Der wird es ja nicht sein. Das Schiff muss hier irgendwo sein. Da ist es. Oh, fuck. Okay, wir müssen ein bisschen weit weghalten von dem. Oh, was macht der denn? Mist, ey. Das ist hier Kampf. Nein! Dreh dich doch! Ah! Oh, das war's. Ich hab die. Oh, der hat die Fahnen runtergenommen, die Segel. Ich hab's nicht mitgekriegt.
Wie dumm war das denn? Oh, den kriegen wir nicht mehr jetzt, ne? Naja, ist zu weit weg. Okay, aber ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Mir hat es echt Spaß gemacht. Fast 2 Stunden habe ich das jetzt gespielt. Und es hat mich nicht locker gelassen, muss ich zugeben. Es ist zwar überhaupt nicht... Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach gestrickt, einfach gemacht. Hat mich auch voll gefesselt. Macht echt Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht findet ihr es ja auch spannend. Könnt ihr mal in die Kommentare lassen, ob wir das vielleicht als richtiges Spiel machen wollen. Also richtige Let's Play-Reihe, wenn es dann im Mai rauskommt. Definitiv werde ich es mir so oder so besorgen, weil es echt Spaß macht. Und wenn ihr Lust habt, ja, dann schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. All das würde mich mal einfach so allgemein auch mal interessieren. Wenn es jetzt informativ war für euch. Ich weiß, ich rede immer sehr schnell und so, aber lasst mir doch ein Like da oder ein Abo, wie ihr wollt. Würde mich freuen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Demo-Donnerstag für die Leute, die Lust haben, noch ein paar Demos zu spielen. Und oh, sonst eben zu den normalen Let's Plays. Genau. Aber ich werde trotzdem mal runterfahren. Also ich mache noch nicht, lassen wir die 1 Minute 45 noch auslaufen. Vielleicht kriege ich dieses Schiff ja nochmal zu packen und wir können auch einen kleinen Fight machen. Gucken, wie schnell wir da hinkommen. So. Das wäre schon spannend, da nochmal gegen zu kämpfen, oder? Wo wir da nochmal hinkommen zu dem. Das ist ein Militärschiff, das ist... Oh, das ist natürlich doof. Militärschiff ist jetzt echt blöde gerade. Doppelter Kampf gegen alle. Macht nicht so viel Spaß gerade. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber er ist schon wieder weg. Okay. So. Wo ist denn das Schiff? Da ist es. Nee, ein anderes. Hä? Boah, noch ein, nicht mal eine Minute mehr. Da ist es, da vorne. Ich sehe schon die... Ja, da ist es. You scum pirate! Erwischt mit deinem brennenden Scheiß da. Wir sind ja relativ schnell, eigentlich müssen wir nichts. Nein! Your adventure is complete. It's time to remember your pirate deeds. Oh. Schade, schade, aber sehr cool das Spiel. Ja, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Oh, Akku ist an. 41.000 sind auf mich ausgesetzt. Ja. Oh, guck mal, da sehen wir noch, was noch passiert in den nächsten Sachen. Story-driven campaign. Oh, vielleicht kämpfen wir auch gegen Captain Jack Sparrow. Was noch alles kommt? Ey, wenn wir ganze Dörfer angreifen müssen und ganze Häfen, das wird ein Highlight. Definitiv. So, ja, wenn ihr Lust habt, kauft es euch. Also ich, bis jetzt finde ich es ganz gut. Genau, lasst es in den Kommentaren da und wir schnacken dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis dahin. Ciao.